Hallo, meine Freunde. Hallo. Ein Glas Urin zum Beginn des Streams. Disgusting! Ja, da ist der Mattkip. Jawohl, mein Boy. Komm ran. Wollen wir uns mal ein Naming-Scheme überlegen? Männliche Pokémon benennen wir nach... Nehmen wir mal Automarken. Glaubst du, ich kenne mich da gut aus, Junge? Ich kenne einige, also das kriegen wir schon hin. Und weibliche Pokémon nach Süßigkeiten? Okay, machen wir das so. Machen wir das so. Gut im Wasser, gut zu Land, da so sehe ich mich aber. Geländer-mäßig oder sowas, so ein Geländer. Ja, ich war jetzt gerade so bei dem Lada. Ja, mach. Ist das Lada? Dann machst du Lada. Lucky Egg Boost ist boosted, Junge. Das geht nicht mehr 1,5 mal XP, sondern 2,5 mal XP. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. A nature change on every Pokémon Center. Hat er sich gerade von Professor Oaken Signature Starter geholt und sagt dann, looks way better than this piece of garbage? Kleine Mizzet, alter Alfredo. Das will ich so genannt haben. Der wird bestimmt, weil das Hardcore-Modus ist, ein unfaires Pokémon haben. Zu 100%. Okay, er holt sich das sogar aus einer komplett anderen Gen. Ja. Surprise, Motherfucker. Ja, oh, die hätten den Arsch gepickt. Muss tickeln. Oh. Eine Silberbewährung? Anscheinend. Der wird dann aber auch einen haben. Oh mein Gott, das ist jetzt... Wenn der einen hat, haben wir ein Problem. Nee, ja. Nee, hat er nicht. Und er hat auch keinen Trank. Double Crit, Junge. Der Wakeser. Nice. Lada Level 6. 16 Attack. Das liest sich doch schön. Mhm. Ey, das ist schon mal richtig gutes Item. 20% Boost auf Special Moves. Oder 10% weiß ich nicht. Ich weiß zwar nicht, was ich machen möchte, aber ja. Ich weiß auch nicht. View your opponent's team. Holy shit. Drück mal. Focus Sash. Dann machen wir nach rechts. Speed 127. Aber was meinst du mit... Welche Moves haben die denn? Was meinst du mit View your opponent's team? Hä, hey, was ist denn das jetzt hier gerade? Das ist wie so eine Battle-Dings. Ich glaube, du kriegst was, wenn du gegen die gewinnst. View your team. Ich weiß, wir kriegen eins gestellt. Ja. Wir müssen die nur austribbeln. Wir starten Aaron. Mit Aaron für die Stealth Rocks. Ja. Danach in Gibble und danach Skarmory zum Schluss zum Finishen. Ja. Stealth Rocks auslegen. Jawohl. So, jetzt gehen wir in Gibble. Mhm. Das kann ruhig sterben, weil damit stirbt auch Shedinja. So. Weg mit dem Vieh. Und jetzt müssen wir gleich nur noch ein Drill Pack mit Skarmory rausbringen und haben das Ding gewonnen. Das System wird dribbelt. GGs ist das. Fight. Drill Pack. Der Shadow Snack, der tötet uns nicht, aber der Drillpack, der tötet das Shedinja. Jetzt bist du so irgendwie. Boah, dann bin ich aber salty. Das wäre schon irgendwie witzig. Gut. Was kriegen wir? Ist das denn? Pokeweil? Das scheint sich portable Pokémon. Wir können also sechsmal, wenn wir in der Overworld sind, einfach uns heilen. Das heißt, wir müssen nicht mal zum Pokémon Center zurück. Das ist auch das geil. Das ist so useful. Weil da geht es auch nicht darum. Das ist ja auch nicht cheesy, weil du weißt, du hast manchmal viele Kämpfe hintereinander, hast kein Problem zurückzulaufen. Guck mal, was für usefuler Shit du kriegst. Okay. Guck mal, so viele Features, die machen das Spiel schon 100 Mal so gut. Die nehmen das nicht. Erwähnen diesen Namen nicht mehr. Das ist wie Voldemort, Alter. Nur noch schlimmer. So. Das ist wirklich ein Name, den du nicht mehr sagen darfst. Wenn du dreimal Nameless Red hintereinander sagst, weiß ich nicht, dann stirbt dein Erstgeborenes. Irgendwie sowas. Okay, bye bye! Holy fuck, ey. 2, 3 und. Er ist männlich. Ein männliches Stahl-Pokémon. So eine Stahlkatze. Ist ein Jaguar. Dann nenn ihn so. Ein Jaguar. Lala, Matslev, sauber. Aber ich hätte trotzdem gerne noch einen Scraggy. Wobei, ganz ehrlich, fang's. Einfach erstmal, um es zu haben. Ja, weil die haben ja auch Movesets improved von schlechteren Pokémon. Ja. Deswegen. Alter Pens hier. Bleib jetzt da drin. Ey, im Dex nach wird dir sogar angezeigt, ob das gegnerische Pokémon, also das Pokémon, was du dort findest, ein Item hält. Das heißt, weil gewisse Items kriegst du halt wirklich nur von getragenen Sachen, also das Pokémon, die tragen müssen. Eine feurige Süßigkeit oder eine Affensüßigkeit. Pringles einfach, ne? Das ist Pringles. Excuse me, what the fuck? So, wollen wir mal uns und die beiden hier mal angucken. Summary. Naughty Nature. Ja gut, das können wir switchen. Oh!
Nice. Das, die Ability werden sowieso wechseln, sobald der Dings ist, aber das ist richtig, richtig gut für uns. Das ist eigentlich auch ganz cool. Nee, ich kann man ja sowieso wechseln, das ist kein Unterschied. Jetzt noch ein Scraggy und dann bin ich glücklich. Da ist er. Endlich. Okay, ich weiß nicht, soll ich noch einen Tackle machen? Soll ich einen Ball werfen? Also bin ich drin bleibt. Die haben Fangraten erhöht ein bisschen. Okay. Damit das leichter ist, halt Pokémon zu kriegen. 2, 3. Wie gesagt, jawohl. Der Fokus des Spiels liegt nicht da drin irgendwie. Liegt in der Challenge, ja, nicht der auf Challenge Ryan. Ja, genau. Ja. Weiblich, eine Süßigkeit. Reggie ist halt so ein Hip-Hopper im Endeffekt. Welche Süßigkeit verbindet man mit Hip-Hop? Ich war gerade Berlin. Einfach Lean, ne? Süßigkeit, aber. Aber die, ja, die fressen das Zeug halt wie eine Süßigkeit, ey. So, Pokémon, Lean. Nature müssen wir ändern. Ach, das hat Shed Skin. Mm, ja, ist aber auch okay. Wir können die Abilities wechseln. Stimmt, ja. Das ist alles kein Problem. Ja. Wir können auch Nature changen. Alles gar kein Problem hier. Hier können wir auch noch was fangen. Auf jeden Fall. Gleich ist er so extra mega Entwicklung kriegen, dann können wir das auch so vielleicht mal spielen. Ja. Wieder weiblich. Ja. Elektrisieren, sollen wir was Saures dann nehmen? Ich war ja bei Zuckerwatte, aber. Du brauchst noch besser, hast recht, weil das ja Wolle ist. Ja. Es passt nicht, aber ich habe ein viel besseres Wortspiel. Na? Ich verstehe es, Watt. Na? Ja, ich verstehe es mit dir. Zuckerwatt. Hol das. Ja. Das Pokémon wurde hier so gut gebufft. Oh, Intimidate. Du weißt gar nicht, was für einen guten Move Polas bekommen hat. Echt? Ja. Ist männlich, das heißt, wir müssen gleich einen E-Elektrohersteller nehmen. Ein E-Autohersteller, das wollte ich sagen, nicht ein E-Elektro. Und das ist Tesla. Static ist okay, ja. Intimidate ist mehr. Tackle Growl. Die Digit EP kriegen wir auch, wir das aktivieren müssen bei den anderen Pokémon, die wir dabei haben. Die kriegen nix. Da müssen wir irgendwas aktivieren. Vielleicht kriegen wir das erst noch. Das ist einfach viel zu fangen. Das ist wohl ein Instant Catch. So, wie nennen wir das Vieh denn? Es ist eine Süßigkeit. Oreo. Oreo ist doch ein süßer Name. Keine Ahnung. Oh, hier gibt's auch Mankey. Kommst du? Schon, oder? Ja, wir haben so genug Bälle. Wie gesagt, wir werden sowieso eine Variety an Pokémon brauchen, weil die Arenen sind echt nicht einfach. Die sind wirklich manchmal richtig hardcore. Der ist so. Oh, wir haben keine Bälle mehr. Ja. It's empty, my friend. Warum soll ich nachkaufen, Alter? Ich bin geizig. Jawohl. Jawohl, dreimal und drin das Ding. Und es ist weiblich. Heißt, es ist schon wieder eine Süßigkeit. Und weißt du, an was mich der Farbton erinnert ein bisschen von Mankey? An Fla. An Fla. Das ist Fla. V-L-A. Und dann sollten wir unser Team auch einmal kurz überarbeiten, weil wir haben gerade zwei Elektro-Pokémon drin. Das ist vielleicht nicht ganz so cool. Also Mankey würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Shinux oder Voltilam, was würdest du erstmal trainieren? Shinux. Das heißt, wir haben Wasser, Boden, Stahl, Feuer, Kampf, Unlicht. Ah, Mankey ist dann schon Kampf. Das heißt, wir haben Kampf schon drin. Nee, dann nehmen wir Mankey erstmal nicht mit, sondern wir nehmen unser Oreo mit. Dann ist das erstmal das Team, mit dem wir hier weiterspielen werden. Da ist der Dexnav. Das ist die Schuhe, Alter. Glaskanone, aber geil. Männlich. Boah, so ein männliches Kämpferfahrzeug. Weißt du was? Asiatisch angehaucht. Ist Kia. Holy fuck, haben die Dings gebufft. Wen? Leta King. Ja? Sagen wir so, seine Ability ist weg. Nee, der hat die noch. Das wäre natürlich zu broke. Aber seine Ability, während Runden, wo der am Laufen ist, also am Chillen, kannst du trotzdem Healing Moves benutzen. Und der ist Slack Off. Das macht ihn richtig krass, Alter. Ja. Als, das könnte irgendeine neue Ability oder so einen Scheiß haben. Ja. Oder Angriffe. Die haben ja komplett gerebalanced. Ist männlich. Männlich, also eine Automarke. Ist es ein Normal-Pokémon? Das heißt, was ist denn so eine normale Automarke? Was ist so eine Automarke, an die du direkt denkst? Ja, also VW, Volkswagen. Ja, irgend so ein Volkswagen. Also richtig kirre.
Keys. Und den schauen wir uns auch direkt mal an, weil der muss ja irgendwas Besonderes sein. Strong Jump. Boosts Biting Moves by 50%. Okay. Finde ich jetzt nicht so krass, aber... Wir wissen ja nicht, wenn sie das entwickelt. Roserade ist halt geil. Ich hoffe, dass fucking Fischstäbchen diese Ability hat. Cash Splash. Boost the Power of Water Type Moves by 2 times. Alter, dann ist Fischstäbchen gesetzt in unserem Team. Noch besser, immun to Burns und take 0.5 Damage von Fire-Type Moves. Also sind nochmal ein Befehl im Grunde noch. Das wäre so eine tolle Ability, ne? Was ist denn so ein Öko-Auto? Öko-Auto? Ich weiß nicht. Was ist denn so eine richtige Öko-Marke? Ansonsten Blumen? Boah, bei Blumen muss ich immer direkt an Aufkleber auf Autos denken. Und weißt du, welches Auto immer zugestickert wird mit irgendwelchen Blumen? Der Renault Twingo. Dann ist dann nee, das ist Renault einfach. Wir gehen ja nach Automarken, nicht nach Autos. Das Parken, das ist so das gut. Das ist so gut. Das können wir mit Horta richtig gut spielen. Ja, ganz im Ernst, dieses random Missen mit Attacken geht einem irgendwann einfach richtig auf den Sack, wenn es RNG ist einfach. Oh, Crit Rate increased von Snipeshot plus 2. Das heißt, Snipeshot mit kannst einfach eine 100% Crit Ratio jetzt ohne Boost, den musst du erreichen. So. Wieder mit nicht. Sand. Irgendwie Buggy vielleicht. Ja, wäre ich jetzt auch irgendwie dabei. Wollen wir einfach Buggy nennen? Schnubbull. Ja. Intimidate. Sehr schön. Alter, das Vieh hat jetzt schon Firefang. Thunderfang. Ey, ich glaube, das hat auch diese Bice-Ability 100 Pro. Da schauen wir jetzt mal nach. Ja, das ist ja schön. Das gefällt mir sehr. Ja, das gefällt mir aber auch sehr. Weil wenn legit diese Ability hat, ich glaube, Bice muss man generell auch ein bisschen erwarten. Ich ziehe jetzt, glaube ich, alle 70 oder so ab. Snubbull, weiblich. Irgendeine Süßigkeit, die dir... Das Pink ist. Was ist? Einfach Bubblegum. Das ist schon ein guter Name. Aber Alter, die drei direkt am Anfang... Warte, gehen wir noch Eisfang? Das kann flinchen, oder? Ja, ja. War das immer schon? Ja, ja. Die können schon immer flinchen, oder? Das Pikachu trägt ein Lightball. Hey, wie können wir das auch später anfangen? Einfach den mit den Lieden, mit Frisk und... Ja. Dann suchen wir uns halt einfach ein Pikachu mit einem Lightball raus. Wir holen Lada nach vorne. Geht mal Lada an. Oh, schade, ich hab ihn nicht. Weil wenn wir es unter halbe KP bringen und es keine Beere aktiviert, hat es einen Lightball. Das ist vollkommen richtig. Ja. Hat's. Great Ball. Sollte drin bleiben, der super Ball. Ja. Ein elektrisches Auto nochmal. Boah, wie heißt denn diese China-E-Automarke? Wie heißt denn nochmal diese China-E-Automarke? Genau, Byte. BYD. Wir haben noch 3. Jetzt suchen wir das Alte. Alter, predicted der das? Und natürlich confused er uns. Das ist so ein richtig nerviger Status, confused. Ach, natürlich kann er auch Mega Drain. Oh, das ist natürlich nicht. Ja. Und ich verletze mich selber. Oh. Nicht? Lada. Speedbomb, Eminent. Komm. Guter Mann, der hat gedreht, ey. Alter, das ist noch echte Handwerkskunst, ja, ey. Guter Lada, der funktioniert einfach. Wir sind die Kackefahrer. Jetzt hast du den auch, Alter. Yes, wir sind die Kackefahrer. F4 mal hängst du weg. Wir pumpen Scheiße. Und fahren sie weg. Ich weiß nicht, wie. Bester. Richtig guter Mann, das hab ich ganz vergessen. Das heißt, der kann nichts gegen ihn machen. Der kann uns nicht. Der wird hops genommen. Wir haben einfach einen Hardcounter. Holy fuck, Alter. Der hat gedribbelt, Junge. Der hat das Ding gedribbelt. Oh. Es gibt einen 1% Encounter, Junge. Oh. Der spricht uns sehr an. Ich finde das. Oh, das müssen wir unbedingt holen. Für 5000 ein Ei.
Wer bist du? Du bist, glaube ich, noch, sonst nicht hier. Oder? Das ist Falkner! Ja. Oh. Ich höre, der ist nicht so hoch irgendwie. Obwohl meistens sind ja die Kämpfer unter Max Level. Ja. Also wir können gewinnen. Okay. Incinerate. Genau, benutzt einen Move, der nicht trifft, Max. Ach ja, stimmt, der ist ja normal. Ja, 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 ist gut. Ja, ich überlege gerade, seinen Angriff senken, ja, falls er eine Beere hat, ne? Ja. Jawoll, Oreo. Wie gesagt, Staraptor ist wirklich ein Pokémon, glaube ich, das wird eine ganze Weile in unserem Team bleiben. Ja. Mit Intimidate und den Stats, das. Roost. Kann man da ihr Dings beibringen. Ist ein legit ein guter Angriff. Ja. Ja, es ist so schön, so viele Pokémon zu sehen, ne? Das sind mehr verschiedene Pokémon, als wir in den Verboten im Spiel hatten. Ja. Auch Gluttony. Und dann haben wir Pringles und. Also, ich würde argumentieren, dass wir erstmal dieses Merkel, wie heißt das? Merkel. 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 Das Merkel-Pokémon, jawohl! Was kann. Nimm doch den Affen mit! Der ist doch Wasser! Ach, den hier? Ja. Warum denke ich die Affen da dran? Ja, weil die Affen halt theoretisch immer kacke sind. Deswegen, aber ich wette, also, die haben wirklich den ein paar gute Sachen so gegeben. Ah, Pelosan läuft jetzt uns mit. Richtig guter Mann. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück, ne? Wir verkaufen mir einen der Bälle und gucken, wie die wert sind. Ich brauche sowieso, dann mach ich mal ein. Oh. Was frisst du die Beere? Hast du gerade gesehen, ne? Ja. Pikachu frisst die Beere weg und Mausi ist so, nö, dann nehme ich die vom Boden. Da ist noch was dran, Junge. Ja. Was ist los mit dir? Wollen wir einfach mal so reingehen? Ja, ja, die 2 KP sogar, wenn das so wäre. Ja. Sind jetzt nicht allzu. So, mit wem leaden wir denn? Ich würde Argue sogar einfach mit Lada oder ein Pflanzen-Pokémon, ist egal welches. Weil der leadet, glaube ich, mit seinem Hypo-Pokémon. Mhm. Ja, dann leaden wir mit Renault, weil das ist Physical. Sehr stark. Ja, das. Und Renault mit einem Megasauger dürfte dem schon ganz gut wehtun. Hoffen wir, dass er nicht Eis. Obwohl wir sowieso bei Physik und PV so viel machen. Also macht nicht so viel Schaden. Dann. Ja, wenn die sind. Ah, hier haben die sogar noch 3 Level Difference. Also 1-3 Level Difference. Ist. Auf geht's! Ja. Das wusste ich nicht, was hier ist. Das war spannend. Ich wusste, dass der eine Water Absorbing Ability hat, aber. Ich wusste nicht, dass die seinen Special Attack steigert. Egal. Wir müssen mal genau überlegen gegen Lilip. Was haben wir denn für Pokémon? Dass wir jetzt mal nochmal in die Box schauen, ne? Mhm. Ganz im Ernst, Rock'n'Roller einfach als Pokémon, was halt nicht vom Sandsturm Schaden kriegt und eventuell mit Bodenattacken angreifen kann, einfach ja, mal leveln. Ja, das was Vernünftiges lernen, das ist halt das Problem. Ja, das müssen wir halt jetzt schauen, ne? Und halt. Granbull auf Englisch. Ich geh einfach da drauf. Granbull auf Englisch. Geh auf das Party, steht da. Snubbull. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So. Die Frage ist, mit wem lieben wir? Weil der fängt mit seinem, wie heißt das? Hippopotas an und wird dann wahrscheinlich direkt switchen. Halt, ich bin doch normal, dass ich nicht gegen mich sein. Ja. Das heißt, wir können jetzt nur so Eis anwenden. Ja. Falls auch nicht. So, ja, und da ist Hippopotas. Ja. Auf geht's, Bubblegum. Und Minkios. Stimmt, ja. Mit seinem Karate-Shop. Yep. Wenn er jetzt crittet, ist es vorbei. Ja. Der ist garantiert tot. Ja. Karate-Shop. Oh, Critter, Bruder, Critter. Oh, Bla! Guter Mann, ey! Bla! Oh mein Gott, ey. Und mit etwas Glück... Ja. Mit etwas Glück können wir hier sogar schneller sein mit unseren 30, sofern er keine Boost-Ability hat. Der hat das ja noch, der war das, glaube ich. Gut. Ja, okay. Pin-Missile tut natürlich weh, komm, hit zweimal. Ah. Wir hatten schon Glück mit dem Ding. Egal. So, aber wir kriegen das Vieh immerhin down. Ja. Das Problem, was wir hatten unnötig Snubbull sterben lassen. Ja. Weil Snubbull hätte das gedreht mit Eis, Dings, plus, wer ist das? Zack. Weg damit.
Junge, du bist auch tot. Yes, er hat doch eigentlich so eine Hostel-Defend. Wo hat das gemacht? Als Safe-Switch vielleicht. Vielleicht das Luna-Dings mit den Choice-Backs. Meinst du, dass der vielleicht in Cybeam, wenn der jetzt nochmal rauskommt? Ja. Ja. Der ist gechoiced, 100 Pro, Alter. Nee. Ja, okay, macht's auch. Aber kann trotzdem sein, Abi. Schaden. Bitte kill. Aber jetzt tötet es. Aber wir gehen halt in. Wir gehen in den Bereich, wo wir unser Oranberry triggern. Er darf nur nicht critten. Ja. Hey, darf man was letzte Profi machen? Ja, Hippopotas. Nee. Das ist doch das Bitch, das hat mir umgebracht. Stimmt. Der Vogel, das Fossil-Ding. Oh ja. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, das ist schnell. Wenn wir das outspeed, dann gewinnen wir. Wenn nicht, dann verlieren wir wahrscheinlich. Ja, weil das Vieh hat einen bestialischen Angriff. Ja. Das ist halt Cognodon-Level auf Angriff. Was haben wir alles für Angriffe? Mathieu, ich hab den Play. Rock Tube into Grind. Rock Tube macht garantiert Speed runter, ne? Das ist das Einzige, wie wir den outspeeden können. Mach das safe ja. Runter? Du kannst ja ein Dings machen. Ja, wie jetzt? Okay, komm. Mach. Scheiß drauf. Anders können wir das nicht drehen. Du meinst, dass Brian ihn nicht one-hitten wird? Zu 100% nicht. Okay. Und jetzt hängt das Dach ab. Brian hätte ihn one-hitten können. Ja, aber wir outspeeden ihn jetzt. Also müssen. Hoffen wir mal. Okay, hätte vielleicht. Oranberry. Hä? Jetzt die Papa Baby. Ha. Was ist der Unterschied? Okay, wir outspeeden ihn. Brian. Gewonnen. Und tschüss. Sauber. Jawohl! Wir sollten legit Rocktomb auf den Pokémon behalten, weil der Speeddrop ist so relevant, merke ich gerade. Vor allem, weil wir das Wetter nicht manipulieren können. Ja. Yes. Yeah, baby! Der weiß nicht, wie ihm geschieht, Alter. Es ist schon mal nicht shiny. Summary. Ich glaube, es ist einfach ein Karpador. Der Scheiß, ja. Bin so oder. Swift Spin. Eine sehr gute Ability. Splash. Gut, es ist einfach der Standard Karpador, ja, aber. So oder so wird nicht mal eins gefangen wegen Garados. Ganz im Ernst, Karpador. Ja. Immer. Ich werde trotzdem erst in der Box lassen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir so. Aufpassen bei den hier. Der Gigabrain scored Aurora Beam Thunderfang. Ja, das ist. Das ist sehr gut Coverage. Also Coverage, ja. Oh, Doppelbattle. Passiert, wenn man. Ah, okay, das passiert. So, Pisse. Pisse. Ah ja, du musst auch vom. So, wen nehmen wir mit? Ey, Pokémon ist ein Gesteinsangriff. Ein Pokémon mit Intimidate liegt. Double Intimidate einfach. Passt der. Ja. Der wechselt die einfach wieder aus. Ja, Nature Change. So, und dann machen wir den Physical, ne? Frage ist, welche Fossilien uns dort angeboten werden. Ja, werden wir sehen, ne? Yes. Vielleicht können wir auch aus allen wählen. Ja. Ja, der hat sowieso keine Kamera mehr, aber kann auch. Es sein, dass Stroll eine so hohe Priorität hat, dass es vor dem Para zieht? Mhm. Para ist ein Dingseffekt, der. Ja, ich meine jetzt hier in Radical Red, dass da vielleicht ein kleiner Denkfehler drin ist. Nee, das wird der Typ schon nicht verkackt haben. Helix oder. Dom. Ja, Helix besser eigentlich. Ja. Was bist du denn, Alter? Wer ist er denn? Rocket Admin Archer. Hey! So, Kia, jetzt musst du sweepen. Das geht nicht. Auf geht's, Kia. Das ist der krasseste Hardcore überhaupt, ey. Der wird nur so ausgehen. Ja, Plug, ey. Das ist eine Glaskanone, sagt die. Butt plug my ass, ey. Oh mein Gott, ey. Warum hat das beim Elefanten so wenig abgezogen? Ich hab keine Ahnung. Ah. Oh. Ja, bin mir sicher. Erstmal unser Funpy, Fletchling, Anorit. Ja, guck mal, wir müssen die Abilities angefangen und auch links besten. Genau, wir müssen jetzt erstmal unseren Gegner scouten. Ja. Okay, das ist also einfach ein Little Cup. Ja, aber das wird nicht leicht. Der hat einen Focus Slash. Focus Slash, Light Ball, Life Orb, Black Sludge, Choice Scarf, Rocky Helmet. Okay. So, dann gehen wir da jetzt nochmal mit unserem. Ja, er hat Fletchling erwähnt. Als Tipp. Ja. Ja.
Ja. Und dann sind wir schneller als das Vieh. Ja, 100 pro, ja. Können den hier full healen. Und mit dem Brave Bird töten, ohne dass wir sterben. Ja, auch Rocky Helmet. Rocky Helmet, das ist das, was uns beim letzten Mal getötet hat. Und dann war es halt unentschieden. Jut! Schon wieder viel zu lang, Alter. Wir haben schon fast wieder die 7-Stunden-Marke geknackt. Wir müssen uns legit nächstes Mal zusammenreißen. Ja. Komm, ich sag für dich, das ist noch schlimmer als für mich persönlich. Och du, ich hab morgen nichts Wichtiges zu tun. Also, alles easy. Ja. Bis dahin, macht's gut, macht's besser. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.